Der frühere US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren im US-Bundesstaat New Mexico. Der für seine markigen Sprüche bekannte Rumsfeld war zweimal Pentagon-Chef, von 1975 bis 1977 und von 2001 bis 2006. In seiner zweiten Amtszeit unter US-Präsident George W. Bush führte er die USA nach den Anschlägen vom 11. September in die Kriege in Afghanistan und im Irak. Bush würdigte ihn als einen Mann von Intelligenz, Integrität und unerschöpflicher Energie. Die vor allem von Rumsfeld vorangetriebenen Pläne für einen Einmarsch im Irak führten 2002 zu einem Zerwürfnis in den transatlantischen Beziehungen. In seinen 2011 veröffentlichten Memoiren verteidigte Rumsfeld die Entscheidung. Dagegen bedauerte er im Nachhinein die Misshandlung irakischer Gefangener im Gefängnis Abu Ghraib.